Hallo liebe Fußballfreunde, im heutigen Video geht es um die 3-4-3-Formation, die man auch in der Defensive sehr schnell in eine 5-4-1-Formation umwandeln kann. Fangen wir dann auch gleich mit der Defensive an, wenn der Gegner den Ball hat. Wir sind die blaue Mannschaft, wie gesagt 3-4-3 oder aber auch 3-4-2-1, je nachdem wie man das sehen möchte. Und man kann, wie gesagt, die Dreierkette sehr schnell in eine Fünferkette umwandeln. Wie funktioniert das? Die zwei Außenspieler lassen sich in die letzte Linie nach hinten fallen und wir haben somit unsere Fünferkette. Diese zwei Spieler lassen sich in die Mittelfeldreihe fallen und wir haben unsere 5-4-1-Formation. Was sind da die Vorteile? Erstens einmal, wir sind auf den Außen jeweils doppelt besetzt mit zwei Spielern. Das heißt, wir können die Seite sehr gut zumachen. Und in der Mitte haben wir mit drei Innenverteidigern und zwei Sechsern, haben wir hier eine sehr gute Kompaktheit. Wenn wir das natürlich richtig und diszipliniert spielen, dann hat es der Gegner sehr, sehr schwer, durch eine 5er- und 4er-Kette sich durchzukombinieren. Wie schaut das Ganze jetzt in der Offensive aus? Da wird es jetzt sehr interessant beim 3-4-3. So. Erstens einmal, wir haben von Haus aus schon einen Dreierspielaufbau. Das heißt, wir brauchen keinen Sechser, der sich nach hinten fallen lässt, um zu dritt das Spiel aufzubauen, wenn man das natürlich so haben möchte. Wir haben sie schon, die drei Spieler von Haus aus, und die sind ausreichend. Nehmen wir an, er hat jetzt den Ball, der rechte Innenverteidiger. Der nächste Vorteil von dieser Formation ist, dass im Spielaufbau gibt es sehr viele Anspielstationen, weil die Positionierung der Spieler sehr von Vorteil ist. Dieser Spieler hat die Möglichkeit, das Spiel aufzubauen. Erstens einmal über den Spieler, über den Äußeren oder aber über den Spieler, der sich im Halbraum bewegt. Er kann aber auch das Spiel aufbauen über den Sechser oder sogar, wenn es möglich ist, kann er direkt den Stürmer anspielen. Da kommt es natürlich auf den Gegner drauf an, wie gut und wie schnell er verschiebt. Oder aber auch, wenn diese Seite zum Beispiel komplett zu ist, dann kann er noch immer die Seite verlagern auf den anderen Außenspieler, auf der anderen Seite. Was die zwei Sechser angeht, wie gesagt, sie müssen nicht nach hinten kommen, weil wenn einer sich nach hinten fallen lässt, dann sind wir zu viert hinten und das ist überflüssig, das ist zu viel. Das heißt, ihre Aufgabe ist es, dass sie sich zwischen der Mittelfeldreihe und den Stürmern bewegen und einer kann sich in der Offensive mit einschalten und der andere sollte hauptsächlich sich vor der Abwehr platzieren, damit, wenn wir den Ball verlieren, dass wir in keinen Konter geraten und dass wir noch eine ordentliche Absicherung haben. Was die Außenspieler angeht, wie gesagt, die sind dafür zuständig, dass sie die Breite in der Offensive halten. Weil wir hier jeweils nur mit einem Spieler besetzt sind, müssen sie auf der Linie bleiben. Wenn sie sich auch noch in die Mitte reinbewegen, dann wird es für den Gegner einfach, uns zu verteidigen, weil wir dann keine Breite im Spiel haben. Deswegen, wie gesagt, müssen sie außen bleiben. Und der große Vorteil ist, dass wenn es zum Beispiel auf einer Seite eng wird, dann können wir unter Anführungszeichen blind das Spiel verlagern, weil wir wissen, dass wir auf den Außen immer einen Mitspieler haben, der sich dort platziert. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn es eng wird, dass man gleich das Spiel verlagert und dann den freien Raum hier attackieren kann. Was diese zwei Spieler angeht, ihn und ihn, ich nenne sie Außenstürmer oder die Halbpositionen, sie haben eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem System. Sie müssen sich zwischen den Linien bewegen. Ich markiere das hier mit Blau, damit das schön erkennbar ist. Zwischen der Verteidigungs- und der Mittelfeldreihe sollten sie sich platzieren. Warum? Weil es da für den gegnerischen Verteidiger natürlich am schwierigsten ist. Er muss sich entscheiden, okay, bleibe ich an ihm dran, dann öffne ich aber diesen Raum, der zum Beispiel, den zum Beispiel dieser Spieler hier attackieren könnte. Oder aber er bleibt hier, öffnet den Raum nicht, dann ist er aber frei und wenn er dann zum Ball kommt, dann kann er sich drehen und auf die gegnerische Verteidigung zulaufen und das kann dann natürlich auch sehr gefährlich werden. Das heißt, diese Positionen hier sind wirklich sehr, sehr schwer für die gegnerischen Verteidiger, weil sie sich entscheiden müssen, bleibe ich an ihm dran oder öffne ich nicht meinen Raum und ja,
da ist es dann sehr, sehr schwer. Was den Stürmer angeht, er ist dafür zuständig, dass er das Spielfeld so lang wie möglich macht, weil wenn er es lang macht, dann haben diese Spieler im Mittelfeld mehr Raum zur Verfügung. Zweitens dient er oftmals als Wandspieler, das heißt, wenn er angespielt wird, zum Beispiel von diesem Innenverteidiger, dann kann er ihn auf einen Sechser klatschen lassen und der hat dann wieder das ganze Spiel vor sich. Und, oder besser gesagt, wenn der Trainer es so haben möchte, es kommt dann natürlich darauf an, wie der Trainer die Taktik anlegt, kann er auch wie eine falsche 9 spielen. Was bedeutet das? Er kann sich ins Mittelfeld fallen lassen und jetzt ist es so, wenn der Innenverteidiger nicht an ihm dran bleibt, dann haben wir hier eine Überzahlsituation im Mittelfeld und da könnten wir uns dann durchkombinieren. Oder aber, wenn ein Innenverteidiger sich entschließt, an ihm dran zu bleiben, dann ist es natürlich auch sehr von Vorteil für uns, weil dann dieser Raum hier geöffnet wird und den könnten dann diese zwei Spieler attackieren und bespielen. Nur ein Beispiel, damit ihr das schön erkennt. Nehmen wir an, der Ball ist beim Sechser, dieser Stürmer kommt entgegen, möchte angespielt werden, der Innenverteidiger entschließt sich, dass er an ihm dran bleibt, er wird angespielt, er lässt ihn klatschen auf den zweiten Sechser zum Beispiel und hier sehen wir, dass der Raum geöffnet wird, der Spieler attackiert diesen Raum und der Ball kommt hier in die Tiefe und da kann es dann wieder sehr gefährlich werden. Ja, das waren einmal so die wichtigsten Punkte, was 3-4-3 bzw. 5-4-1 angeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!